Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind immer noch in der Accra-Garnison und wir suchen nach wie vor nach den versteckten Schätzen. Ich weiß nicht, warum mir der immer noch in diesem Gebäude hier angezeigt wird, obwohl wir den in der letzten Folge erst gelootet haben. Aber wir gehen dem Ganzen jetzt auf die Spur und danach machen wir in der Geschichte weiter. Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen sollte, denk dran, supporte meinen Kanal, indem du diese Folge likest oder kommentierst oder und kommentierst und gegebenenfalls noch ein Abo dalässt, falls noch nicht geschehen. So, und jetzt geht es weiter. Nee, es ist ein anderer Schatz. Ach, sieh mal einen an, ja, das erklärt es. So, die Schlachterei scheint hier zu sein. Alles voll? Sonst gibt es hier nichts? Nein? Gut. Türe, öffne dich! Das ist eine Stahltüre, die will nicht. Ah. Das war der vierte. Ort beendet. Befehle der Phylakitai 250. Wir suchen eine bewaffnete Frau. Sie ist sehr gefährlich und sie hat den noblen Aktion, was für ein Name, ermordet. Nehmt einige Männer und sucht sie in den Abwasserkanälen in der Nähe des jüdischen Viertels, wo sie sich wohl versteckt. Zögert nicht, sie zu töten, sollte sie Widerstand leisten. Ja, meine Frau tötet niemand. Niemand. Besonders nicht eine, die mich rasiert. Ich weiß nicht, was das mit meiner Nase ist. Also ich muss ehrlich zugeben, das regt mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue auf. Nur das Erstaunliche ist, kein Arzt, absolut kein Arzt, den ich konsultiert habe, hat den Grund dafür gefunden, warum ich unter einer Triefnase manchmal leide. Ich bin da mittlerweile zu übergegangen und sage, ich habe meine eigene, ganz persönliche Triefnase. Ob ich die eins nach dem anderen meucheln kann? Mache er sich nichts draus. Das Leben ist zu kurz, um schön zu sein. Hey, was? Du hast nichts gesehen. Da bist du ja. Stirb, du Sau. Gibt es hier irgendwas? Hm. Wie enttäuschend. Hier nichts auf dem Schiff? Nein? Nun gut, aber da oben ist noch ein Eingang. Kann ich dich anschalten? Nein. Schnellklicken ist hier vor die Frage. Nee, hier wollten wir noch nicht hin.
Da ist die Leiter. Meldung 122 an die Phylakitae. Letzte Nacht wurde ein Boot gesehen, das den Palast durch den Kanal verließ. Der große Apollodoros war in dem Boot, daher fragten wir niemanden nach dem Namen. Eine Frau war neben ihm, prächtig gekleidet wie jemand aus gutem Hause. Wir beschützten seine Fahrt durch den Kanal, bis er in Sicherheit war. Das war alles? Gut, was haben wir denn als nächstes vor? Jetzt haben wir hier diesen Bereich. Jetzt müssen wir natürlich... Blölölölö, wo sind die Ziele? Wo sind die Quests? Als nächstes haben wir natürlich das Ende der Schlange im Auge. So. Hätte ich auch direkt auf Karte gehen können. Wo ist sie denn, die Schlange? Finde die Kammer des königlichen Schreibers. Die Kammer des königlichen Schreibers liegt im Nordteil des Palastes. So da. Gar nicht weit weg von uns. Wir müssen eigentlich nur nördlich. Lieschen, komm her. Und Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn euch diese Folge gefallen sollte, lasst einen Like und einen Kommentar da. Seid keine griechischen Soldaten im alten Ägypten, die mir ans Leder wollen, sondern unterstützt mich und meinen Kanal. Gebt den Weg frei! Bist du betrunken? Oh. So, ist das... Es ist ruhig heute. Hast du recht. Wusstest du es nicht? Iodorus ist im Badehaus. Wow. Königlicher Palast. Wenn die Königin will baden, muss das Wasser duftend sein. Und zur Pflege ihrer Waden geben wir noch Milch hinein. So, Semu. Warum wird hier ein Totenkopf angezeigt? Da scheint keiner drin zu sein. Da sind noch welche. Da ist das Signal, auf das ich gewartet habe. Da. Komm rein! Komm! Hier ist eine hübsche Frau für dich! Komm! Komm, Schnucki, komm! Was für ein Bubi. The next one. Komm, ja komm, hey, ja komm! Na, das machst du gut.
Gib schön Acht, sei vorsichtig, komm in die Falle. Was? Wie? Komm. Idioti, komm, komm. Hey. Hey, schön dich zu sehen. Große Synagoge. Gar nicht mehr weit weg bis zu unserem Ziel. Aber ich bin zu neugierig, ich muss vorbeigucken, was hier ist. Auch auf die Gefahr hin, dass man mich an der Wand hochkraxeln sieht. Was? Hey! Dich schlitze ich auf! Sollte auf die jemand auf die Idee kommen? Ja. Hey, was? Komm, vergifte dich. Bravo. Na, fall schon um. So, jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich wissen, was das da mit dem auf sich hat. Was ist das? Räche XC557. Finde und töte den Schuldigen. Komm, mein Freund, du hast es nicht verdient, hier so rumzulegen. Ich leg dich mal hier in den Schatten. Das sind zwei. Ob zwei oder drei in meinem Namen sterben werden. Gut. Wer sagt, dass ich fliehen möchte, mein Freund? Zu langsam, da bist du ja. Hey, was? Nichts. Alles in Ordnung, alles in bester Ordnung, mein Freund.
So, er ist dort. Hm, schade, da können wir nicht, anscheinend nicht hochklettern. Doch, da. Na, willst du mir den Gefallen tun? Dankeschön. So, ist er oben? Ist er unten? Scheint oben zu sein. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Okay. Das Schrift. Sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Die Herrschaft von Ptolemäus Theos, aufgezeichnet vom königlichen Schreiber. Eine Leiter. Hm. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Die hatten wir bereits. Hatten wir auch bereits. Und wo ist der dritte Gegenstand? Der nächste Gegenstand? Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. Alarm! Hier drüben! Pass auf! Bin gleich da! Wir können durchhalten! Wir machen. Ah, sieh mal einen an! Alter! Ernsthaft jetzt? Warum hat das gerade geklappt? Ja, komm, hüpf! Ja, wie komme ich denn jetzt da oben daran? Eine Leiter. Ja. Hm. Ernsthaft jetzt? Hier kann ich nicht interagieren. Ich kann nicht dran klettern. Aha, jetzt aber. Ah, ein Schlüssel.
offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Ex. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Hey, was? Zeig dich einfach. Ja, komm. Den Rest erledige ich dann schon. Das hoffe ich doch. Bitte, komm. Sehr schön. Gucken, war hier nicht auch ein, ja, nee. Schatz plündern, ja, das machen wir später. Wir werden jetzt erstmal die Quest weiter verfolgen. Dahin müssen wir. Einen Sprung erzwingen. Wenn du an einer Kante kommst und Bayek nicht automatisch springt, dann tippe auf Alt. Aber pass auf, solche Sprünge können gefährlich sein. Ja. Da gehe ich auch von aus. Kommen wir da noch irgendwie anders rein? Nein? Betreten! Ein Bad. Es dürfte auffallen, wenn ich hier schleiche. Aristo will Eudorus wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war im Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach. Eudorus hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Kyros wählt seine Pferde schlecht aus. Und hast du seine Frau gesehen? Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Ptolemaios ist ein willloser Schwächling. Mein Herr, wirst du angemessen? Wir schießen sie zuerst und fragen dann. Mmm.
Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich. Stirb, du Wurm! Eudoros, ermordet! Ja, bei den Göttern! Er wurde ermordet! Sieht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eudoros! Da! Du bist dein Gegner! Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest! So wirst du mir nicht entkommen! Ernsthaft jetzt? Eudoros wurde ermordet! Macht nichts, der Typ ist tot und damit hat sie es. Fähigkeit Schildsturm ist bestens geeignet. Egal. Eudoros, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet! Ja. Sieht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eudoros, arme Seele! Ach, Alter! Ernsthaft? Willst du mich hier verarschen? Eine Spur? Noch nicht! Es fragt sich anscheinend keiner, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist. Oder wo der Gegner auf einmal hin ist. Irgendwas? Bisher nicht. Oh. Oh. Keine Sorge, meine Hübsche, ich wollte dir nicht an die Brust greifen. Oder doch, ich wollte es doch. Hey, Miss Sigiliot. Hey, was? Dich schlitze ich auf! Oh, Mädchen! Das sind wir an! Oh, was hecht mir noch? Alter! Ihr Arme, Denui! Ich bring dich um! Besoffen! Probier dich hier, die Männer ein bisschen, die alle borieren ihn! Oi, dismei sono saprosini. Warum bist du hier, Andrew? Mein Sohn ist ein Feuer. Jetzt du wie Possession, Alter! Renisu! So wirst du mir nicht entkommen. Wie doof kann man sich eigentlich anstellen? Moria
Meldung. Nichts. Hey! Das war's! Stirb! Nun gut, er zwingt mich quasi dazu. Du bist kein Gegner, du hättest fliehen sollen! Sonst noch einen Wunsch? Also das Töten der Schlange war nicht schwierig gewesen, aber die Flucht, Alter, nervtötend. Naja, egal, wir haben es geschafft. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Gib den Weg frei. Ciao, ciao.